Wann ist Alkohol ein Genuss? Wann wird der Konsum problematisch? Wie viel Zocken in der Spielhalle, bei Sportwetten oder zu Hause am PC ist Spaß und Freizeit? Wann beeinträchtigt es den Alltag? Habe ich mich im Griff oder rutsche ich bereits in eine Abhängigkeit? Wenn Sie sich eine dieser Fragen stellen, für sich selbst oder für Angehörige, dann ist die Suchtberatung der Caritas Dortmund für Sie da. Unser Auftrag ist es, für Menschen da zu sein, die ein Alkoholproblem haben, ein Medikamentenproblem oder auch ein Glücksspielproblem. Die Menschen kommen zu uns, weil sie spüren, weil sie merken, dass es irgendwie so nicht weitergehen kann und dass sich was verändern muss. Was sich da verändern muss konkret und wie das gehen soll, das wissen die Menschen oft gar nicht. Das müssen die auch nicht wissen, wenn die zu uns kommen, weil dafür sind wir da. Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu begleiten. Und so verstehen wir uns auch als Wegbegleiter. Die Menschen, die zu uns kommen, entscheiden selber, was sie verändern möchten, wie und in welcher Zeit. Wir haben Fachwissen, wir haben Berufserfahrung und Lebenserfahrung und damit arbeiten wir. Und dabei ist es uns wichtig, mit den Menschen gemeinsam auf Augenhöhe zu arbeiten, sie zu begleiten, zu beraten oder auch zu behandeln im Rahmen einer Therapie. Auch das ist hier möglich, man kann ja eine ambulante Therapie machen. Wir vermitteln aber auch in eine stationäre Therapie, wenn das der richtige Weg erscheint. Mehr braucht es gar nicht. Und unsere Aufgabe ist es dann gemeinsam herauszufinden, wie das gehen kann. Und vielleicht müssen Sie sich einfach nur einen Ruck geben und sagen, komm, ich gehe da einfach mal hin, weil Sie haben nichts zu verlieren. Sie machen eine Erfahrung mit uns und vielleicht tut Ihnen das gut. Das würde uns freuen und dann kommen Sie wieder und dann ist das Ihr Weg, der sich dann so langsam zeigt und wir Sie dabei begleiten, etwas zu verbessern, zu verändern im Leben, das Problem vom Tisch zu kriegen. Kommen Sie und lernen Sie uns kennen.